Und bei uns heute eine Stadt im Corona-Ausnahmezustand. Ein Steak-Restaurant wird zum Testzentrum und Aussichten auf Ostern jetzt. Guten Abend zu Brisant. Vor allem anderen heute ein Mutmacher, den wir in Hamburg entdeckt haben. Und zwar ein Mann, der andere dort zum Sportmachen auf dem Balkon ermutigt. Pato heißt der Mann, er ist Fitnesstrainer und er hat sich gesagt, allein kann man sich doch so schwer motivieren, gemeinsam ist doch alles leichter. Und wie man sieht, die Aktion findet ganz viele Fans, viele, die mitmachen und wir finden, das ist eigentlich das richtige Signal, um heute mal in diese Sendung zu starten. Ja, mit vielen fröhlichen Gesichtern auf dem Balkon, gemeinsam geht es eben besser. Denn natürlich ist der Tag heute auch wieder mit sorgenvollen Zahlen und Einschätzungen verbunden. Hoffnung macht eine Nachricht, die kommt aus Deutschland. Ein Schnelltest in weniger als 3 Stunden. Über Schnelltest werden wir dann später noch reden in der Sendung. Aber zu berichten gibt es erst einmal heute von einem Ort in Deutschland, der zum Brennpunkt geworden ist. Die große Frage ist, was steht Deutschland da noch bevor? Reichen die Krankenhausbetten, die Beatmungsgeräte, medizinisches Material, reicht all das aus? Das sind die Fragen, die viele jetzt haben. Immer mehr, auch schwere Fälle kommen jetzt in die Krankenhäuser. Städte wie Berlin arbeiten bereits an Ausweichmöglichkeiten. Wie ist der Stand um Deutschlands Krankenhausbetten? Der Versuch einer Bestandsaufnahme heute. Sie haben es in unserem Film gesehen, kreative Ideen sind jetzt gefragt. Wir hätten da noch so eine jetzt. Ein Steakhouse mit angeschlossener Kegelbahn, das nämlich lange leer stand, wurde umfunktioniert. Und das Gute ist, damit entlastet es an anderer Stelle wiederum. Also tolle Idee fanden wir. Das Ganze hat auch deshalb geklappt, weil viele mit angepackt haben. Ja, und das sind die schönen Geschichten, die es eben jetzt auch gerade gibt. Uns erreichen weiter ganz viele Fragen von Ihnen, die Sie haben. Und bitte schön, hören Sie nicht damit auf. Manche sind ganz privat, aber natürlich auch sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel, was ist denn eigentlich mit Ostern? Kann ich da Oma und Opa wieder besuchen? Geht das? Und Schlagzeilen machen heute ja neue Schnelltestverfahren. Was kann das vielleicht verändern, für die Zukunft bedeuten? Bei uns antworten jetzt die Experten. Wir haben es gerade in unseren Fragen gehört. Neue Tests sollen kommen. Viel Hoffnung wird da hineingesetzt. Wir haben uns so einen Test mal genau angeschaut. Wie funktioniert sowas? Wo kann man das machen? Wo wird es durchgeführt? All die Fragen beantworten wir und das machen wir unter brisant.de. Jetzt geht es bei uns um ein großes Thema. Deshalb wollen wir hier in der Sendung auch auf keinen Fall leere Supermarktregale zeigen, weil wir nämlich finden, das wäre genau das falsche Signal in diesen Zeiten. Denn Regale werden aufgefüllt. Es gibt genug für alle. Deutschland ist nicht knapp mit Lebensmitteln. Und trotzdem wird weiter gehamstert in Deutschland. Einzelne kaufen anderen Dinge weg und das vollkommen unnötig. Heute gibt es eine Geschichte, die macht Schlagzeilen. Eine Frau wollte mehr Klopapier kaufen, als das angedacht war. Dann wurde sie sehr sauer, hat sich aufs Verkaufsband gesetzt und die Polizei musste sie abführen. Warum kommt es zu solchen Szenen? Unser nächster Film soll zeigen, warum das einfach nicht geht. Bei uns geht es jetzt um wirkliche Sorgen, nämlich die in Pflegeheimen. Dort drängen gleich viele Probleme. Zum einen, das sind ganz praktische Dinge, Pflege ohne Berühren. Das funktioniert einfach nicht. Wie soll man sich dann also schützen? Dann werden Desinfektionsmittel knapp, Masken, Schutzkleidung. Und dann ist da eine Sorge, die kann man nicht messen, Einsamkeit. Für Pfleger ist das gerade ein Mammutjob. Frage jetzt, wie geht es in Gangelt, Region Heinsberg, der Ort, der verbunden wird mit dem Beginn von Corona in Deutschland? Hier gab es nach Bayern die ersten Erkrankten und Ansteckungen. Inzwischen, das ist eine gute Nachricht, gibt es auch Menschen, die wieder gesund sind. Aber dennoch wirkt die Region ein bisschen so, als hätte da jemand auf eine Stopptaste gedrückt. Da freut man sich schon über die kleinen Dinge. Wir gehen weiter und schauen jetzt auf unsere Karte. Wenig Rot heißt wenig Infizierte, viel Rot heißt, das Virus ist voll da. In Indien bereitet sich auf eine mögliche Katastrophe vor. Das Land hat auch so schon große Probleme. Corona könnte es womöglich nicht schultern. Wir haben mit einer Frau gesprochen, die dort war, das Land verlassen wollte und ganz plötzlich war alles anders. Dann gibt es jetzt ein großes Danke und das geht an Sie. Sie schicken uns nämlich weiter so tolle Grüße mit Sehnsuchtsorten, das sind einige. Und es gibt ja auch ganz viele Menschen, die man gerade ganz besonders vermisst. Oma zum Beispiel und den Opa. Wir vermissen euch. Bis bald. Ja, wohin wir uns gerade träumen und was wir gerade alles so vermissen.
Umso schöner sind all die Erinnerungen. Wir gucken auf die Prominenz jetzt in der Sendung, wie Stars in Corona-Zeiten Geburtstag feiern. Da gibt es nämlich einige jetzt mehr. Die Susanne ist da und wir reden über die Prominenz. Schön, dass du da bist heute, Susanne. Udo Lindenberg hast du uns mitgebracht. Mhm. Udo Lindenberg muss weichen, ja, auch sein Leben verändert sich aus seinem Zuhause. Wir müssen vielleicht erklären, liebe Susanne, was das für ein besonderes Zuhause ist. Genau. Udo Lindenberg lebt in Hamburg in einem Hotel, nämlich im Atlantik Hotel, eine sehr noble Herberge. Und da lebt er schon seit 26 Jahren in einem Privatflügel mit eigenem Kino und allem Pipapo. Großzügig Platz. Absolut. Aber jetzt Aktion Deutschland gegen Corona. Und wir alle wissen, der ist ein Mann mit einem Wort und immer viel Haltung. Und das macht er weiterhin. Botschaft von Udo ist hoffentlich angekommen. Wir wollen noch gucken auf ein echtes Sorgenthema, nämlich das Thema Kino. Ich glaube, Kinofans sind besonders traurig, wer auf James Bond gewartet hat zum Beispiel. Ne? Klar. Verschoben auf den 12. November stand jetzt. Und ich glaube, haben sich, also wie ich, ganz, ganz viele jetzt gefreut. Der sollte ja. Ganz vieles anders jetzt. Ja. Wir schauen mal ins Kino heute, ins Leere zurzeit. Wie geht's weiter mit dem Film und welche Alternativen gibt's vielleicht auch? Das Passagekino in der Leipziger Innenstadt. Corona hat es leer gefegt, wie alle Lichtspielhäuser. Das hört man doch richtig gerne. Und ich freue mich, dass die Kollegen von der Online-Redaktion da gleich mitgemacht haben. Die haben nämlich auch gesammelt, Film, Serien, Tipps, alles aus der Mediathek kostenfrei. Susanne, da haben wir viel für die langen Abenden, viele Tipps. Das ist gut so. Man muss sich immer auf was freuen, jeden Tag. Sehr gut. Und wir freuen uns jetzt noch über Geburtstagskinder. Es gibt besondere. Einen, der ist ein Riesenliebling hier im Ersten vom Krimi-Sonntag. Genau, Axel Prahl wird heute 60. Herzlichen Glückwunsch wünschen wir hier. Und ja, der feiert ganz ruhig, sagt aber, er hätte jetzt aber auch ein kleines Geschenk gemacht mit einem ganz bezaubernden Posting auf seiner Instagram-Seite. Und da sieht man nämlich nicht nur sein. Noch eine gute Nachricht von Schauspielerin Margarita Broich, über die sich viele freuen werden, auch Krimi-Kommissarin. Mhm. Kannst du uns noch schnell verraten? Sie hat geheiratet, ganz überraschend. Das ist schon ein bisschen her. Im September war es soweit. Ihren Mann hat sie geheiratet, der ist Rechtsanwalt. Vorher war sie ja fast 30 Jahre lang mit Schauspielkollegen Martin Wuttke zusammen. Unverheiratet übrigens, haben zwei Kinder zusammen. Ja, und dann hat einfach die Liebe noch mal getroffen. Hier sehen wir noch mal ein Bild aus dem Frankfurter Tatort. Und jetzt hat sie mit fast 60 zum ersten Mal Ja gesagt. Und ich finde, das ist doch bezaubernd. Susanne, das ist so schön, dass wir mit solchen Botschaften dank dir dann aus der Sendung gehen können. Dankeschön, noch eine Hochzeit zum Schluss. Das freut uns sehr. Wir wünschen Ihnen alles, alles Gute, einen guten Abend. Danke an Susanne. Alles Gute für Danke Sie. Dir. Tschüss. Tschüss.